zum heutigen CSGO Overwatch. What the fuck, dude? Ja, es gibt zwei Umstände, denen ihr verdanken könnt, dass es jetzt wieder einen Overwatch gibt. Einige werden sich freuen, andere werden sich sagen, was ist hier los? Und zwar habe ich heute... Der hat dick an, oder? Also eben der Shot war schon... Und zwar habe ich heute das Video für heute, also es war gerade noch Dienstag, leider viel zu spät angefangen und habe es dann vorm Stream nicht mehr fertig bekommen. Ich habe aber ausnahmsweise mal wieder in diesem Video, es ist ein stark geschnittenes, extrem geiles Video, in dem Video habe ich erwähnt, dass Livestream ist. Also Amos ist auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch Vision, ne, oder? So wie er rum, Wahnsinn, Alter, wie er reinwurschtelt. Das ist ein richtiger Dreckbock. Naja, wo war ich? Ja, das Video habe ich verhuddelt. Ich habe es nicht rechtzeitig hinbekommen. Wenn es nach dem Stream kommt, hat es den Sinn nicht mehr, dass ich auch den Stream ankündige. Wenn es dann heute, also morgen, beziehungsweise am Mittwoch kommt, da gibt es keinen Stream. Wenn ich dann im Video sage, um 18 Uhr ist heute Stream, vergesst ihr nicht, dann hocken alle da und warten auf den Stream. Darum kann ich es ja erst am Donnerstag hochladen. Aber das letzte Video ist schon 2 Tage her. Und ich will hier schon jeden, also mindestens jeden zweiten Tag ein Video hochladen. Und ja, jetzt hat meine Freundin noch zu allem Übel mehr oder weniger Geburtstag, was natürlich sehr schön ist und ich habe auch schon einiges vorbereitet und so weiter und so fort. Das ist jetzt gerade mitten in der Nacht. Aber ja, ich will euch trotzdem nicht leer ausgehen lassen, deswegen habe ich hier noch oder hustle ich hier noch das Video hin, um euch eben diese Info mitzuteilen und noch ein bisschen mit euch zu erzählen. Wir haben heute generell ziemlich viel erzählt, also viel Privates im Livestream. Also der Fall hat nicht wirklich viel Sinn. Wir wissen ja, also wir könnten vielleicht noch abwarten, ob er einen Vision Assist hat, wobei es den Bock nicht fett macht, weil Bunny Hop möglicherweise auch, weil er durch den Aimbot bereits, also durch den Aim Assist bereits gebannt wird, also permanent. Das hat keinen Sinn dann noch was dazu, ihr wisst es ja. Wir haben es schon ewig nicht mehr gemacht, es fühlt sich voll merkwürdig an, ein Video aufzunehmen, von dem ich... Alter, hat er sich gerade teleportiert? Das war ein Demo-Fehler, ne? Oder haben wir gerade alles? Ein Video zu machen, von dem ich, während ich es mache, weiß, ich stecke keine Zeit mehr rein. Ich könnte schwören, eben als er gesprungen ist, der Feind, ist er sogar so halb mitgegangen, deswegen sah der Sprung sehr merkwürdig aus, oder? Ihr könnt ja Video zurückspülen. Ich kann hier leider nicht spulen. Aber es sah sogar visuell sehr merkwürdig. Naja, ja, es fühlt sich voll merkwürdig an, hier was hinzunudeln. Und dann noch Wingman. Wisst ihr noch, wie ich früher immer... gebetet und gebettelt habe, dass ich mal ein paar Wingman-Dinger bekomme. Zack, Wingman-Match. Aber halt dann direkt so ein Hurenbock-mäßig ist. Das ist schon echt hart. Also er ist ja wirklich komplett, der ist ja Hopfen und Malz verloren, oder? Es ist ja nicht nur so ein bisschen, sondern es ist die komplette Sackhaftigkeit. Er bleibt einfach... Jetzt bin ich gespannt, was er mit der Negev macht. Also er ist ja wirklich vollkommen on point. On point, ne? Mit seinen Hexarenos. Ich frag mich, ob sein Mate ihn beschimpft, während er jetzt mit ihm... Habt ihr das gesehen, wie er eben kurz gelockt ist? Ob sein Mate ihn beschimpft, ah, du Drecksack wegen dir und hin und her. Und, ah, ich wollte einfach nur normal Wingman spielen. Und ihn eben beleidigt, so wie er eben auch jetzt gerade auf ihn schießt. Oder glaubt ihr, es ist sogar ein Kollege, den er boostet? Der war ziemlich lange auch AFK. Ich glaube sogar, dass das ein echter Spieler ist, der sich halt jetzt auch wirklich aufregt, weil er so einen Dreckbock-Mate am Start hat. Ja. Wir haben da jetzt auch schon in ein paar Videos oder unter ein paar Videos darüber gesprochen, über die Qualität hier auf dem Kanal. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Sachen, die halt hart bearbeitet sind, hat er jetzt Vision gehabt? Ja, oder? Ja, komm. Also er ist eh weg. Und bei Vision bin ich mir auch ziemlich sicher, er hat halt immer wieder dann auch in die richtigen Dinger pre-geaimt, in die richtigen Ecken oder Richtungen. Ah, da lasse ich jetzt mal weg. Beim Bunnyhop habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ist aber auch scheißegal, er ist ja eh weg. Und Griefing, naja. Ja, dass die Qualität bei den normalen oder Standardvideos im Moment ja sehr hoch ist und ich trotzdem jeden zweiten Tag eins bringe, was natürlich sehr viel Kraft auch in Anspruch nimmt, sehr viel Energie und eben auch sehr viel Zeit. Also es ist deutlich aufwendiger, wie jeden Tag eins zu machen, aber dafür eben mal ein Overwatch, dann vielleicht ein leicht geschnittenes Matchmaking, dann wieder ein Overwatch und dann wieder irgendwas anderes. Und ja. Deswegen ist wirklich eine gefundene Abwechslung und ihr habt mir auch öfters gesagt, oder mehrmals schon gesagt, ich soll mir da nicht den Kopf machen, ich kann auch mal was Gemütliches raushauen und das mache ich jetzt eben hiermit, ja. Ich werde jetzt gleich noch so ein paar
Origamis machen. Lacht jetzt nicht, das ist das Erste, was ich... Also ich kann das nicht. Ich habe das natürlich nur nach Anleitung gemacht. Es wird ausgekehrt, weil es grün ist. Das ist ein Herz. Ich mache jetzt noch halt ein... ich habe mal so einen kleinen T-Rex gesehen und ein Blümchen und sowas. Das werde ich ihr also einfach nur Handcraft-mäßig hinbasteln. Ich habe natürlich auch ihr Geschenk schon hier stehen. Aber ja, sowas ist ja immer eine nette Sache. Und da werde ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit reinstecken. Darum kann ich jetzt auch nicht arg viel machen. Hört ihr übrigens die Musik gerne? Ja, mittlerweile habe ich langsam habe ich es drauf, ne? Mit der Mucke-Einteilung. Ja. Soweit, so gut. Morgen kommt dann wieder standardmäßiger Papapapapam. Und heute ist jetzt halt mal so ein bisschen durch die Hose geatmet. Ich zeige euch nochmal ganz geschwind das aktuelle Knife, das ist im Stream. Ach, ich habe die beide auf dem zweiten Account. Moment. Ist kein Problem, Leute, ist kein Problem. Das Spiel ist bei euch jetzt kurz angehalten, aber ihr seht mich ja immer noch rumhampeln. Ich mach's euch mal eben auf. Heute kam nämlich die Verwirrung oder die Frage auf, was, welches Knife jetzt für den Stream ist und welches für YouTube. Also so wie es eben auch in den Giveaways selbst steht. Das StatTrak. Moment, ich mach's euch einfach auf, dann seht ihr es ja. Ach Gott, die Mucke, die haut, die bollert ganz schön neidor, ha? Und zwar gibt es, ich zeig euch erstmal das, was es im Moment gerade auf Twitch gibt. Das ist nämlich auch ein Gut Knife Rust Code. Und zwar das hier ohne StatTrak. Das gibt's gerade auf Twitch. Und das mit StatTrak. Ist ein paar Seiten hinten dran. Wo ist es denn? Ach ja, und es gibt auf Twitch nochmal eine Rust-Code-Schrotflinte dazu. Also einfach so ein Set sozusagen mit einer Schrotflinte, mit einer Sword-Off oder was es ist. Und ja, und das hier ist das auf YouTube, das StatTrak Rust-Code. Nur nochmal so zum Merken, das ist jetzt auch bald fertig. Ich glaube, morgen ist es schon oder übermorgen ist es Giveaway fertig. Das auf Twitch ist auch am 22. glaube ich rum. Dann fangen direkt wieder die nächsten an. Ja. Ihr könnt ja trotzdem jetzt nochmal sagen, wie schlimm es für euch ist. Und lasst euch da ruhig jetzt mal nicht leiten von wegen, lasst dir Zeit und mach, wie du denkst und sowas. Wie ist es für euch, wenn jetzt ein Overwatch kommt zum Beispiel? Heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie Overwatches machen will, all the time. Aber es wäre manchmal nicht schlecht, um einen Tag zu überbrücken und zu sagen, okay, jetzt am zweiten Tag, also einen Tag kein Video, der zweite Tag ohne Video bricht an. Ich werde es nicht schaffen, weil da vielleicht auch Stream ist oder was anderes. Ich mache geschwind einen Overwatch oder was anderes. Und dann kommt am Tag darauf eben das dicke Video. Was sagt ihr dazu? Wie sieht das für euch aus? Ich will halt nicht, dass es die Ding trübt. Wisst ihr, diese... Ich habe natürlich selbst ein gewisses Bild vom Kanal, wie der Kanal aussehen soll, wie der Kanal auch wieder nach außen hin wirken soll für neue Leute. Und ja, inwiefern zerstöre ich die Außenwirkung damit, wenn sich jemand die letzten drei Videos angeschaut hat und sich denkt, wow, er macht echt geilen Scheiß und jetzt kommt sowas. Kommt es direkt rüber wie so ein, ah, guck mal, jetzt so ein gemütliches, zweisames mit uns allen reden, ganz genüsslich. Oder fühlt sich's an wie, ah, der hat einfach nicht genug Zeit und macht halt schnell irgendwas. Was ja auch der Wahrheit entspricht. Aber das sind ja auch die Sachen, wo wir dann meistens dann aufeinander zukommen oder ich eben auf euch zukommen kann im Video. Diese anderen schnell geschnittenen Dinge sind ja meistens, da vergesse ich, wie gesagt, ja, da sage ich ja noch nicht mal liken oder fast nie, ne, liken oder vielen Dank für die Likes, wann die Streams sind und dass ich jetzt gerade streame und hin und her und pipapo. Die ganzen Sachen fallen ja weg, es ist ja wirklich ein Entertainment-Paket und dann ist es auch zu Ende, ohne großartig zu euch gesprochen zu haben, dann in diesem Teil. Und in den Dingen hier kann man dann doch nochmal ein bisschen näher kommen. Was sagt ihr dazu? Würde mich wirklich interessieren. Hasselt rein. Wir sehen uns dann eben live wieder am Donnerstag, 18 Uhr, wisst ihr Bescheid, oder eben, und eben morgen im Video, ja, morgen kommt dann das geschnittene Video für euch. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ich muss auf den Ausknopf drücken, ciao, ciao.